Und willkommen zurück bei, ich hab's versprochen, Tag. So. Wir haben ein, naja, eigentlich haben wir kein Problem, aber wir haben, naja. Also zumindest ich habe die eine oder andere mentale Schwäche, muss ich mal feststellen. Und ich weiß gerade nicht, wohin ich mich hier genau buddele, aber ich hoffe mal, das wird schon vernünftig sein. So, denn wir haben jetzt hier einen Gang, an dem die Gladiatorenquartiere liegen, hoffentlich. So, ich mache den erstmal egal wie weit. Hauptsache, wir kommen ein bisschen vorwärts. So, weil dieser Gang schließt dann quasi irgendwo an. Ah, ich glaube, das ist lang genug. So. Also das wird jetzt ein Haufen Maßarbeit und Tralala und Pipapo. Aber die Sache ist halt die, dass wir diese unterirdische Anlage, die unter der Arena ist, jetzt mal so weit fertigstellen, dass man da schon quasi Quartier beziehen kann. Jetzt müssen wir schwebenderweise uns hinter zu der Sache hier begeben. So, also was denke ich mir nur aus? Also eigentlich, also so, hier noch eine Tür rein, durch die man quasi hier hinkommt, weil das ist ja etwas unfein, wenn man hier über die Zuschauertribünen stolpern muss und sich dann hier durchdrängeln und so weiter und so fort. Das ist etwas unschön. Deswegen. Das ist noch totale Baugrube, hier ist ja gar nichts. Also die Tür war auf Höhe 66, ja? Wir sind jetzt hier auf Höhe 64. Das heißt, in dem Sinne werden wir das hier nochmal etwas absenken. Nee, etwas hoch machen, ne? Genau. Nach unten geht es immer nach unten und nach oben geht es meistens nach oben. Das heißt, wir werden das etwas hier unter die Tribüne ziehen. Das heißt, es geht hier gar nicht runter, sondern es geht tatsächlich etwas hoch. Und zwar auf dieses Niveau geht das hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir unter den Tribünen jetzt sind. Ja, wir sind schon etwas unter den Tribünen, das ist richtig. Warte mal, dann mache ich das etwas weiter hinten. Da haben wir hier weniger Probleme. So, das hier wird alles zugemauert dann. Demnach, und jetzt sind wir dann quasi auf der Höhe der Geschichte hier. Also sind jetzt quasi auf Höhe der Tür dort hinten. So. Jetzt muss ich nur noch festlegen, wie weit das hier geht. Also wir haben hier quasi den Zugang. Wartet mal. Oh, jetzt muss ich meine Vorstellungsvermögen wieder bemühen. Das ist etwas schwierig immer und das mag das nicht so gerne. Die Sache ist ja auch die, wir haben... Ach so, stimmt, da wollte ich ja... Ich werde verkloppt. Nein, ich werde nicht verkloppt, aber... Ja gut, das sollte ich vielleicht werden. Aber bekloppt ist vermutlich das, was ich am ehesten werde. So, tut mir leid, wenn ich jetzt mal ein bisschen schweige. Ich muss mir mal kurz überlegen. Also, irgendwas muss ich mir überlegen. Wo sitzt eigentlich diese Tür? So diese... Ich weiß nicht, ich springe hier von Location zu Location. Die sitzt im fünften Block von hier entfernt. So. Also die Sache ist ja die. Wir haben hier hinter dieser Wand eher weniger viel Berg. Aber hinter dieser Wand haben wir schon viel Berg. Also wenn ich das jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt hier zum Bleistift eine Tür reinzimmere, die sich zwar jetzt nicht so toll ins Gesamtbild einfügt. Das heißt, ich könnte die lieber auch mal... Boah, das wären Gänge über Gänge hier in dieser ganzen Scheiße. Das ist unglaublich. So. Wenn ich jetzt hier in der Mitte... So. Hier eine Tür einfüge. Durch die man dann dort unten hinkommt. Eigentlich ist das erstmal der Plan. Aber... Diese Tür sollte auch nach Möglichkeit Oh, tut mir leid. Also ich muss jetzt mal überlegen. Wenn wir hier drunter quasi, also hier, wo ich jetzt quasi drüber schwebe, wenn wir da die Quartiere bauen für die Leute. Da geht die der Gang lang.
Und dann muss natürlich noch von unter dem Gang. Okay, jetzt hab ich's hoffentlich. Ja, okay. Also. Nochmal. Wir haben jetzt hier. Am besten hier. So. Das hier wird dann quasi der Weg zu den Quartieren der Leute, also der Gladiatoren. Und dann können wir in diesen Weg, können wir, also ich buddel mich mal hier drüben in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann auf den Gang treffe, den ich schon mal gebuddelt habe. Ein bisschen Licht mache ich euch auch. So. Haha. So, ein bisschen weit gebuddelt, aber das ist ja eigentlich quasi alles ein Entwicklungsprozess. So, jetzt haben wir hier. Vielleicht auch ein bisschen schön reingesetzt. So, ich mache mal hier eine Tür hin, einfach damit ich weiß, wo ich hier Türen hinsetzen möchte. Da macht sich eine Tür als Markierung immer ganz gut. Ich brauche das hier, glaube ich, erstmal nicht. So, also hier kommt eine verdammte Tür rein. Die lässt den, ich sag mal, Spielemeister oder wie auch immer, zu den Quartieren der Gladiatoren gehen. Die Quartiere der Gladiatoren sind dann dementsprechend hier so. Das heißt, dieser Gang wird etwas breiter einfach mal. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht mit der Elektronik da irgendwie in Kontakt komme. Also nur, weil ich vermeiden möchte, dass ich mir einen Schlag hole. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht halt darum, dass ich da nicht noch durch die Elektronik irgendeinen Gang zimmern muss. Das wäre sehr unschön, aber die ist ja zum Glück weit genug unten. Die ist eigentlich das unterste Level dieser Arena, muss man mal bemerken, ne? Die ist unterste Kanüle. So. Dann können wir hier weiter buddeln. Und hätten dann quasi erstmal den Mittelgang. Da können wir dann in die Mitte noch irgendwelche Bänke bauen oder hier, na, was steht da immer rum? Solche Kohleständer, die entweder Licht und oder Wärme spenden. Können wir dann hier reinbauen. So. Dann würde ich gerne, dass hier dieser Gang genauso breit wird, der zur Tür führt, und dass dann hier quasi der Abzweig zu den einzelnen Umkleideräumen, also zu den Rüstkammern vielleicht, ich weiß nicht, ist das vielleicht ein angenehmerer Begriff, der Gladiatoren führt. So, also das hier ist auch noch so ein Gang. Einfach nur, weil das sind ja solche muskelbepackten Berge. Also das... ich stelle mir gerade so einen Berg vor, der voll mit Muskeln gepackt ist. Also es sind durchaus stämmige Menschen. Vielleicht kann man das mal so ausdrücken. Wie ja auch ihren, naja, Schwingradius benötigen. So, und jetzt können wir hier quasi... boah, was kriegen die für Zellen? Also das sind ja eigentlich... Sind das jetzt offiziell Gefangene oder nicht? Das ist ein wichtiges Designmerkmal der ganzen Geschichte. Wir sind mal großzügig, das sind ja Totgeweihte. So, also das heißt Tür, Wand, Tür, Wand, Tür, ne? Das sind immer drei dazwischen, genau. Eins, zwei, ich hasse Keys, eins, zwei, drei. Oh ja, oh, wie viele Quartiere man hier unterbringen kann, das ist unglaublich. Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Wohnraum, wenn nicht vermieten, weil das einfach. Wohnen sie in der Arena. Sie werden auch nur alle zwei Monate für einen Kampf ran zitiert. So gut zitiert wohl eher weniger, eher rangeschleppt durch irgendeinen grausamen Kerkermeister, aber das müssen wir ja eigentlich im Mietvertrag nicht erwähnen, oder? So, hier hinten kann eigentlich... Naja, nein, ich baue hier keine Erfrischungsbar rein für die Gladiatoren, das ist doch albern. Aber warte mal, ich habe jetzt hier schon einige Kammern. Dann mache ich mal das auf der anderen Seite etwas versetzt, einfach nur damit man hier so ein bisschen... Oder warte mal, ach nee, ich mache das nicht versetzt, sonst kriege ich Probleme mit dem Gewölbe. Ich frage mich überhaupt, wenn ich jetzt... Aha! Die Sache ist die, ich kann auf der Seite gar keine Räume bauen, weil da das Wasser lang fließt. Das wird hier genauso sein. Wenn ich jetzt den Block hier wegmache, haut mir, glaube ich, eine ganze Wasserwelle hier rein.
Also manchmal habe ich das Gefühl, wir bauen hier ziemlich viel rein in die ganze Umgebung, die wir uns hier ausgesucht haben. Genauso. Jetzt haben wir da ein Loch im Wasser. Naja, ich hoffe mal, das stört nicht. Da ist auch Wasser dahinter, können wir auch nicht bauen. Hier hört sich auch noch Wasser an. Hier wird das ungefähr das gleiche sein. Oder? Na, hier geht's, wartet mal. Ja, hier könnten wir eine Zelle reinbauen, okay. Und dann dürften wir hier auch eine hinkriegen. In vager Hoffnung, weil das ist ja dann das Wasser schon weiter oben. Genau. So, also können wir hier gar keine Zellen reinbauen, weil das Wasser da lang fließt. Meine Güte, wir haben Probleme hier, das glaubt man gar nicht. Ja, das wird wieder so eine Standard-Gladiatoren-Unterkunft. Das heißt, wir machen ungefähr mal dieses Maß hier. Das wird so schön eckig und eckig. Ich meine, in Minecraft, wie gesagt, was nicht eckig zu bauen, ist eine kleine Kunst, die wir leider noch nicht beherrschen. Ja, guck mal, das ist hier ein ganz komfortables Räumchen. Das ist jetzt ungefähr 1, 2, 3, 4 tief und 3 breit. Dann haben wir also quasi ein 4 zu 3 Räumchen. Da muss ich gucken, wenn ich das Video dann nachher mache, dass ich dann das Bildformat ordentlich auswähle. So, 1, 2, 3, 4, so. Und natürlich noch die Decke ein bisschen rausgeklopft und dann ist gut hier. So. Also haben wir hier eine Räumlichkeit und da drüben noch eine Räumlichkeit. Ja, die Erde sollte ich immer aus der Wand rausnehmen. Und dann werden wir mal, in Hoffnung, dass wir da nichts weiter kaputt machen. Eigentlich kann ich ja, das ist genug Wand. Da kann ich ja hier schon damit beginnen, ein Räumchen reinzusetzen. Also das ist Tür 1, 2. Wo bin ich? Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Ja, dann haben wir eigentlich, ja, die müssen natürlich auch alle eingerichtet werden. Ich habe mir so überlegt, dass es eigentlich noch einen Haufen Häuser gibt, die wir so ein bisschen einrichten müssen. Und ich habe mir überlegt, dass diese Arena wirklich eng gebaut ist. Jetzt kommt uns da oben schon der schöne Boden entgegen. Na gut, aber was ich sowieso vorhabe, ist nämlich den ganzen Raum, damit er etwas bedrückender wirkt, hier so eine Umgrenzung aus den altbewährten Schissen zu geben. Und das hier oben dann sowieso auszukleiden mit. So. Damit es etwas düsterer und etwas geheimnisvoller wirkt. Wisst ihr schon? Ich meine, dass dieser Schattenback ist zwar etwas komisch, aber naja. Das ist halt so das eigene Design. So, ich schätze mal, wenn wir jetzt hier drüben in angemessenem Abstand einen weiteren Raum reinzimmern. 1, 2, 3, 4. Dann werden wir vermutlich auch wieder den Boden über unseren Köpfen haben. Aber man sollte immer bedenken, dass da etwas über einen ist. Das ist nämlich, glaube ich, auch der Grund, warum viele religiöse Menschen irgendeine Kopfbedeckung tragen, um halt, ja, sie an Gott zu erinnern, der da vermutlicherweise oben drüber ist. So. Ich will natürlich hier in keine religiösen Themen ausbrechen, aber ich möchte behaupten, wir befinden uns unter der Tribüne. Also diese Arena ist wirklich ein, ne, mehr Gebäude im Berg als irgendwas reingebautes in den Berg. So, wir machen natürlich hier den. Ich meine, wir vermeiden natürlich, wenn wir das weglassen, den Grafikbug. Und wir haben dann doch eine interessante Deckengestaltung. In Schwarz und Weiß. Naja. Vielleicht lasse ich das erstmal so. Ich meine, da kann man dann die Horden von Zuschauern hören, die da über das Plankett, über das Plankett, über das Parkett stolpern. Das eigentlich gar kein Parkett ist. Und danach süchtig sind, einen blutrünstigen und total erbarmungslosen Kampf zu sehen. So. Damit man schon mal weiß, was auf einen zukommt. Ich hoffe mal, ich mache hier nichts weg, was eigentlich irgendwie notwendig ist. Aber das kann ja gut sein. So. Aber ich schätze mal, ich habe das hier nur unterfüttert mit den ganzen Steinen. So, jetzt haben wir hier das gleiche Problem. Oh, hier haben wir kompletten Boden. Kann das sein, dass wir in der Ecke sind? Nee, ne? Nee, hier ist eine Säule. Aha. Okay, gut. Da ist eine Säule und wir werden dann mal in der nächsten Folge hier rausfinden. Und dann werden wir hier einige weitere Verschönerungsarbeiten im Untergrund der Arena vornehmen. Aber bis dahin erstmal. Tschüss.